Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Eishockey. Eishockey am NES. Oder ihr könnt es auch spielen auf Nintendo Switch Online. Dort gibt es genau auch das zum Zocken als Emulation. Wenn euch das zusagt, also gleich mal eure Switch starten und loslegen mit Eishockey. Ich kenne das Spiel, weil von Switch Online, da habe ich schon alle Games mal gezockt. Ich kann mir jetzt den dicken oder den dünnen Spieler auswählen, ist mir egal. Start. Eishockey. Kann ich einmal nicht sagen, dass ich das Spiel noch nie gespielt habe. Ah, ja. Zu zweit ist es, finde ich, echt lustig. Schlecht abgewehrt. Ja, zu zweit finde ich es ganz lustig. Alleine, naja. Ist auch okay, aber ich finde, zu zweit macht es auch heute noch echt Laune. Komm schon. Ah, es kommt mir nochmal eine Spur schneller vor, als ich es in Erinnerung hatte. Dabei habe ich es erst vor ein paar Monaten gespielt. So, mal schauen. Hey, da freut mich doch Garty. Eine Frechheit. Tja, irgendwie komme ich noch nicht recht zurecht damit. Mal schauen. So, Eis passen, B schießen, glaube ich. Ah, da ist meiner. Ja, fast. Mal zumindest ein Torschuss. Hey. Ja. Ja, da. Einmal kurz anspielen, dass das Switch hilft halt auch nicht. Weil ich hab's eigentlich. Ich weiß nicht eigentlich, ob ich es allein auch gespielt habe. Ich glaube, wir haben es nur zu zweit auf der Switch gespielt. Ja! Ha! Gleich nochmal. Vielleicht habe ich mich jetzt warm gespielt. Komm schon. Ah, warum? Der rutscht da rum da auf dem Popo. Was soll das? Nein. Schieß. Ach, geh. So, nimm den Ball ab. Abnehmen den Ball. Den nix Ball. Puck natürlich. Ah, yeah. 5-1 hinten. Das wird nichts mehr. Ja, was gibt's sonst noch zu dem Spiel zu sagen? Sound finde ich ganz gut. Dass ich verliere, finde ich nicht so gut. Ah, es ist ein schnelles Spiel, da ist Quatschen und Spielen gleichzeitig eine Herausforderung, sagen wir mal so. Komm, nein! Nimm doch den Poké! Nimm ihn! So, jetzt warten. Einfach nach vorne und fetz rein da! Ah, der fällt wieder wie ein. So eine Frechheit. Ah, der hält gut und gleich nochmal. Komm schon. Ah, okay, warum hält der Daumen so gut? Nein, komm. Ja, ich hab's nicht drauf, was soll ich euch sagen. Braucht man schon ein bisschen mehr Übung für das Game. Vor allem ist es für ein NES-Game echt verdammt schnell, muss man schon sagen. So, ich passe jetzt mal noch vor zu meinem und. Ah, das war zu knapp und gleich rein. Oh, ja, jetzt ist natürlich die verdammte Halbzeit, genau wenn ich am Schuss bin. Okay.
Ah! So. Komm schon! Alle zurück da! Schnell, schnell, schnell! Ich komme nicht damit zurecht, wie man die Spielfigur wechselt so plötzlich zum Tormann. Damit komme ich nicht zurecht. Ja, da fällt gleich wieder natürlich. Wieso? Nimm mir den. Komm, 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 komm! Geht schon, komm, nimm den Ball ab. Nicht den Ball, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ja, ich weiß schon, ich habe keine Ahnung von Eishockey, aber. Stimmt. Kann ich dazu nur sagen. Stimmt, man muss nicht von allem eine Ahnung haben. Ja, Wetten dürfen abgegeben werden. Wie viel zu 1 verliere ich? Wieso habe ich den Ball nicht? Oh, jetzt habe ich ihn. Ah, und ich wurde gefault. Komm, 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 komm. Nein! Na! Mir hilft ja niemand hier. Ich bin allein da im Tor. Niemand hilft mir. Vielleicht habe ich eine schlechte Mannschaft gewählt? Es tut mir leid, ich habe wirklich keine Ahnung von der Eishockey. Na! Es ist wieder zwischen Spielfigur und Tormann gewechselt und deswegen bin ich nicht im Tor gestanden. Geh weg damit, gekommen! Das ist ja traurig. 13 zu 1. Das ist ein Trauerspiel. Furchtbar. Jeder andere würde schon weinen, aber ich nicht. Ah. Wo ist mein Maxl? Da. Na, no, das ist nichts. Das ist wirklich übel. Das ist wirklich übel. Nein! Ah, verdammt! 15 zu 1. Na, immerhin ein Tor habe ich geschossen. Ich Profi, ich. Wo ist mein Maxl? Wieso? Nimm irgendwer den Ball bitte ab. Den Puck ab. Komm mal! Nimm den Puck ab! Warum passt du denn zum Gegner, du Heinzi? Nimm ihm den Puck ab! Mach doch irgendwas! Ja, so ist gut, so ist gut. Geh nochmal! Ja! Ja! Noch ein Tor, wer hätte das gedacht? So. Keiner da, was soll das? Nimmt ihm den Ball ab, nimmt ihm doch den Ball ab, bitte! Kann doch nicht so schwer sein. Jawohl, Dreier. Drittes Tor, jetzt geht's rund. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich hab's jetzt raus, aber es ist einfach nur Glück. Einfach nur Glück, leider. Na, das wollte ich eigentlich so nicht machen. Ah, da rettet den Gegner die Halbzeit, sonst hätte ich die noch fertig gemacht. Wer es glaubt, wird zählig. Ja, jetzt wird das Eis frisch gemacht. Jetzt sind 10 Minuten schon um, aber ich glaube, ich. Ein bisschen spiele ich noch. Ist ein gutes Game. Vor allem zu zweit kann ich es echt empfehlen. Wenn man eine Switch hat, probiert das mal. Das ist zu zweit ganz lustig. Vor allem, wie gesagt, ungewöhnlich schnell für ein NES-Game. Na,
Na, endlich. So, da. Und gleich nochmal. Come on. So, da. Volle Kanne, vorwärts. Und gleich nochmal. Ah, nee. Komm, 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 komm. Nein. Wo steht denn da keiner? Ah, geh. Ah, der fällt. Der fällt doch. Na, nein, ich halte ihn. Nein, geh weg. Wo ist da keiner? Da steht schon wieder niemand. Nimm doch den blöden Ball ab hier. Ah, und komm gleich noch einen nach. Da steht schon wieder niemand. Ah, 16 zu 3. 16 zu 3. Gut, 10 Minuten sind wir drüber. Sagen wir, das war's mit Eishockey am NES. Was gibt's dazu zu sagen zu Eishockey am NES noch? Naja, man kann es zu zweit spielen, ist ganz nett. Kann man mal machen. Vor allem zu zweit. Habe ich schon so gesagt, dass man es zu zweit spielen kann? Und dass es zu zweit gut ist? Und zu zweit zu zweit? Ich höre schon auf. Ja, danke fürs Zuschauen. Das war's und mein Endscreen geht nicht. Super. Zach. Jetzt geht er. Da unten könnt ihr abonnieren, da drüben könnt ihr gleich weiterschauen. Ich habe schon jede Menge NES-Games gezockt und wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann lasst mir einen Kommentar da. Da freue ich mich immer und ich antworte so gut wie immer. Außer es ist ein doofes Kommentar, dann antworte ich nicht. Und ansonsten Daumen hoch, das geht auch immer. Danke Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.